So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal schauen wir uns an, was ist in einer so einer Box enthalten. Das heißt, hier haben wir jetzt schon, du hast dich entschieden, eine NAS zu kaufen, zum Beispiel die Synology Disk Station DS224 Plus, oder du willst sie kaufen, weißt aber nicht, was alles in dieser Box ist. Und genau das schauen wir uns an. Hier geht es um ein Unboxing einer NAS-System, was hier alles mitgeliefert wird, was du vielleicht noch benötigst und zusätzlich kaufen könntest, um das Ganze noch ein bisschen mehr Pep zu verleihen, ein bisschen zu optimieren und auch hier, welche Festplatten man hierfür benötigt. Ja, wechseln wir jetzt zur anderen Kamera, wo wir mit dem Unboxing fortfahren werden. So, beginnen wir nun mit dem Unboxing der Synologic Disk Station. Du hast dir also eine Disk Station gekauft und schauen wir mal, was hier so enthalten ist. In diesem Modell hier, der DS224, sehen wir schon Quad-Core 4 Prozessorkerne. Und wir haben Data Bit Protection bei BTRFS, dem Filesystem, das hier verwendet wird von Synology, das Standardsystem. Compact, Quiet and Energy Efficient, also hier klein, leise und energiesparend. Und Zugriff und File-Synchronisation ohne Probleme. Also hier ist nicht viel dabei. Dann auch hier auf der Seite steht hier nur das Ganze hier so 2B. Wir haben hier zwei Festplatteneinschübe, die Hardware. Kompatible Drives, 2x2,5 Zoll oder 3,5 Zoll SATA Drives, externe Ports, 2x USB 3.2 Gen 1, Netzwerk, 2x Gigabit RJ45 Anschluss, also die normalen LAN-Stecker, dann die größten Gewichtsangaben, Garantie und was das Package contains. Hier sehen wir die Main Unit, das Gerät selbst, Power Adapter, Power Stromkabel, Zubehörpack, Installationsguide. Und zweimal ein RJ45 Kabel und dann die ganzen Zertifizierungen dazu. Gut, wenn wir das Ganze jetzt mal hier öffnen, schauen wir mal rein, was hier uns im Paket alles erwartet. Das öffnen wir ganz einfach mal hier obligatorisch. Und hier Unboxings mache ich auch nicht täglich, deshalb hier ein bisschen improvisierend. Gut, hier haben wir mal die Main Unit. Die legen wir üblicherweise immer auf die Seite. Hier eine Beschreibung, Quick Installation Guide, wie man das Ganze hier installiert, die Festplatten hier rausnimmt und so weiter. Wir gehen das dann hier auch Schritt für Schritt durch. Keine Sorge, da begleite ich dich auf diesem Wege. Und auch hier geht es dann noch weiter, wie wir das Ganze anschließen sollen. Mobile Client, iOS, Android, PC Client. Hier sehen wir Webbrowser, find.synology.com oder Synology NAS. Das sind die DNS-Einträge, die hier verwendet werden. Und jetzt gehen wir mal hier weiter, was hier noch als Zubehörpack dabei ist. Schauen wir mal an, als erstes lächelt uns hier das Stromkabel an. Wir können das hier weiter öffnen und da sehen wir schon mal ein ganz normales Kaltgeräte-PC-Stecker, Stromkabel. Dann hier das versprochene RJ45-Kabel hier. Wir haben hier ein UTP Unshielded Twisted Pair Cut 5E-Kabel. Hier könnten wir vielleicht ein besseres auch nehmen, je nachdem. Und hier ebenfalls dasselbe nochmal. Hier ein paar Schräubchen, um die Festplatten wahrscheinlich zu fixieren und dann das Netzteil dazu. Beim Netzteil sehen wir auch hier Synology Netzteil. Was haben wir hier für insgesamt 60 Watt, also ziemlich überdimensioniert, 12 Volt, 5 Ampere bei 100 bis 240 Volt. Und hier, so sieht das Ganze dann aus. Ja, und der Kaltgerätestecker. Auf der anderen Seite haben wir hier einen klassischen Stromanschlussstecker, wie die jetzt heißen, das weiß ich auch nicht, ich bin kein Elektriker. So, das Ganze können wir wieder zusammenpacken und gehen mal zur Main Unit über. Das Ganze ist hier schön mit einem Synology Sticker verklebt, das hat auch hier so eine Art Siegel. Das Ganze können wir ganz leicht öffnen und das ist hier wirklich schön verpackt. Und schauen uns mal die Synology im Genaueren an. Wir sehen hier ein Plastikgehäuse. Und hier den Lüfter, hier die RJ45 Gigabit Schnittstellen, ein USB 3 Schnittstelle, der Stromstecker und hier auch ein Kensington Lock für die Diebstahlsicherung. Wer das kennt, da kann man sich Kensington Schlösser kaufen und das zum Beispiel an Möbelgegenstände fixieren. Oben ist nichts, unten haben wir die Seriennummer drauf und vorne sehen wir ebenfalls nur eine schöne Abdeckung. Und hier haben wir noch einen USB 3 Anschluss, hier ein Copy-Modus und hier ein Power-Knopf. Auf der anderen Seite ist wieder nichts und wir können die Blende hier vorne ganz einfach abziehen, geradeaus runter
Und das werden wir jetzt mal auch hier von der Folie befreien. Zack, zack, zack. So, dann hätten wir hier schön auch hier sehen Status, LAN 1, LAN 2, Disk 1 und 2 und hier die Statuslämpchen dazu. Und da sehen wir auch, hier sind noch Gumminoppen drinnen, damit da nichts klimpert. Wenn wir das dann wieder hier draufstecken, das Ganze wird im Prinzip nur hier eingeklemmt. Wir haben hier dann auch Synology DS224, die Knöpfe dazu. Und wenn wir hier reinsehen, sehen wir auch hier schon den RAM-Riegel, den wir einbauen könnten. Und so sieht das Ganze dann aus. Wenn wir die Festplatten einbauen wollen, dann einfach einen Push hier draufklicken, nach oben und dann abziehen. Das heißt, dann haben wir hier diese Caddies, die sind eben so in dieser Reihenrichtung eingelegt. Das heißt, die Unterseite schaut auf Richtung des DS224. Das sollte man sich vielleicht merken, nicht, dass man es hier verkehrt versucht reinzugeben. Das funktioniert auch nicht so gut, weil dann sehen wir, hier sind wir ganz verschoben. Das sehen wir hier Festplatte 1, Festplatte 2, die Punkte dazu. Gut, wie wir die Festplatten einbauen, das zeige ich dir in einem weiteren Video. Jetzt geht es mal darum, das Ganze hier so kennenzulernen, wie das Innenleben dieser DS224 aussieht. Wir haben hier einen schönen Standardventilator, den man sicherlich auch wechseln kann und gegen ein noch leiseres Modell vielleicht austauschen kann. Und das ist im Prinzip dann alles bei einem NAS-Kauf hier dabei. Was du noch machen könntest, ist eben ein RAM-Modul zu kaufen. Wir könnten hier zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe diesen noch nicht getestet, ich habe diesen aber hier noch zur Verfügung gehabt und den werde ich mal einbauen. Es handelt sich hierbei eben um ein 16 GB DDR4 mit 2666 MHz zur Verfügung. Wenn dieser funktioniert, werde ich das auch hier bekannt geben und falls nicht, es gibt hier im Internet einige Leute, die so eine Diskstation haben, die den RAM abgegradet haben, mehr als die Herstellerspezifikationen und nach dem würde ich mich dann auch richten. Vielleicht auch bei einem Händler kaufen, wo man den RAM wieder zurückschicken kann oder austauschen kann. Es gibt auch Händler, die garantieren, dass der RAM dann hiermit funktioniert, kostet aber allerdings wesentlich mehr. Und wenn man den RAM direkt bei Synology kauft, kann man da nochmal einen extra fetten Aufpreis zahlen, bis zu dem Fünffachen, hätte ich mal gesagt. Die sind dann wirklich richtig, richtig teuer teilweise. Allerdings hat man dann auch die offizielle Unterstützung von Seiten Synology. Ja, das war es jetzt soweit mit dem Unboxing von dieser Diskstation und wir gehen dann gleich weiter zum Einbau der Festplatten in der nächsten Lektion.